Verteidigt euch! So, einfach eine göttliche Heilung. Und es geht wieder gut, mir wieder gut. Kämpft! Achtung! Zeit zu sterben! Zurück mit euch! Vorsicht! So, jetzt noch den Lava-Drachling. Der ist am gefährlichsten eigentlich. Achtung! Wobei, ich hätte einfach einen Feuerbrand wirken können. Da wäre das sowas von überhaupt nicht gefährlich. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. So. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. Wie versprochen, hier ist sie. Cool, was gibt's? Schild der Könige? Tavsvea? Okay, das ist ein 16er, also so als wie ich schon habe. Gold. Und die letzte Zerbitträne. Und Erfahrungspunkte. Ich sollte eigentlich wirklich noch weitermachen, um das nächste Level voll zu kriegen. Dann kann ich nämlich auch das Gladiatorentraining abschließen. Na, habt ihr euch entschieden? Was sind die nächsten Gegner? Achso, die Oger und Trolle. Na, habt ihr... Der Kampf soll deck. Sehr gut. Machen wir den nächsten Kampf noch, dann mache ich es anders. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Verteidigt euch! Verteidigt euch! Okay, die Donnerfaust, die haut dem Felsenspiel ziemlich auf den Sack, ey. Kämpft! Achtung! Das finde ich jetzt nicht so schön. Okay, wir brauchen dringend ein bisschen mehr Haut drauf.
Auf meinem Befehl. Auf mein Kommando. Meine Spinnenbrut sollte ich jetzt allerdings auch nicht gleich verlieren. Kämpft! Sollte eigentlich einigermaßen reichen. Solange die Donnerfaust auf mich eindrischt. Verteidigt euch! Kämpft! So. Das war kein schöner Applaus. Kampf. Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Ach, als nächstes sind die Schädel dran. Auf die habe ich jetzt nicht so große Lust. Wie steht's? Wollt ihr? Aber zuerst gibt es eure... So, Belohnung. Mal gucken. Das hat nicht viel Hexer Sinistro. Blutwespe. Bernsteinhelm. Und Geld wahrscheinlich wieder, oder? Ja, Blutwespe ist ein Armbrust. Bernsteinhelm, okay. Ja, den Hexer brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Na gut, wenn wir jetzt gegen Zerbo im Dings antreten, im Hatiko, sollte das auch was bringen. Erst einmal wieder zum Bazar. Wir wollen den Stab machen. Ihr seid es wieder, seid gegrüßt. Ich habe eine Zerbitenträne. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den Auftrag gebt, den Stab oder den Schild zu reparieren. Ich habe eine Zerbitenträne. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Ja, kennen wir. Ich habe eine Zerbitenträne gefunden. Ich nehme sie. Bitte, repariert mir nun den Stab. Ihr habt mir genug Zerbitentränen für alle drei Mulden gebracht. Ich repariere nun den Stab und setze drei Tränen ein. So, hier ist er. Wartet. Ich möchte ihn nur noch für einen Moment in den Händen halten. Wundervoll. Man kann richtig fühlen. Ja, wie die magische Kraft ihn durchströmt. So, damit sind wir die Zerbitentränen los. Haben einen schönen zweihändigen Stab jetzt gekriegt. Der Feuerschlag, Eisschlag und Todesschlag hat. So, und damit perfekt ist. Für unsere leichte Kriegerin.
Mittlerweile haben wir eine sehr gute Gruppe. Ach, wenn wir schon hier sind. Du müsstest Runen haben. Aber ja, jetzt haben wir auch Stab und Schild abgeschlossen. Wobei die Bonds, die können in dem Abschnitt bleiben. So. Dann nochmal gucken, wie viel der Schatzbrief mittlerweile wert ist. Nein, du warst nicht der mit den... Du warst der mit den Runen. Müssen ja nicht mal den Port benutzen, können auch da lang. Dann können wir als nächstes gegen Zerbo spielen noch. Hoffen, dass das uns das Level abbringt. Dann können wir nämlich erstmal schwere Kriegskunst und Schilde, damit wir den besseren Schild benutzen können. Wie viel ist mein Schatzbrief inzwischen wert? Euer Schatzbrief ist jetzt 7000. Okay. Oder na, ganz ehrlich, wisst ihr was? Wir geben jetzt Tomi auch ihr Zeug. Da sind wir das nämlich auch los. Ja, wir müssen natürlich außen rum. Also ja, Schädelmünzenmäßig fehlen mir jetzt nur noch die zwei aus der aus dem Kolosseum und die eine aus der vorletzten Map. Dann haben wir dieses Mal alle 15. Ihr seid zurückgekommen. Nun, was bringt ihr mir? Ich habe den Stab des blutenden Auges gefunden. Endlich, der Stab. Wie lange habe ich ihn gesucht? Hier, eure Belohnung. So, 500 Gold. Ihr seid zurückgekommen. Und sie trägt den Stab. Nun, was bringt ihr mir? Ich habe die Robe des blutenden Auges gefunden. Wunderbar. Nehmt eure Belohnung. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. So, sie trägt die Robe. Questbuch ist aktualisiert. 800 Gold für die Robe. Ihr seid zurückgekommen. Nun, was bringt ihr mir?
Ich habe den Helm des blutenden Auges gefunden. Sehr gut. Hier habt ihr euren verdienten Lohn. So, nochmal 300 Gold für den Helm.